Und es geht weiter mit Let's Play Parasite Eve. Ich bin es, euer MC Morphix. Unsere Leute schauen hier so fragend, ich schaue auch fragend. Denn so wie es aussieht, gehen wir nun in die Luft. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, im Museum endlich Eve auffindig zu machen. Die werte Dame ist hier hochschwanger und gebärt hier das ultimative Wesen. Das Wesen, was mächtiger ist noch als sie und im Endeffekt die Mitochondrien zur Weltherrschaft führt. Ein Monster, was für es gilt aufzugeben. Doch die Army hat hier versucht anzurücken und wie immer, wenn die Army anrückt gegen sowas, sind sie natürlich kläglich gescheitert. So wie es aussieht, brauchen sie Hilfe von unserem guten Team. Also prayer of the NAPD, correct? Ma'am, it's my duty to accompany you to the aircraft carrier. Accompany, huh? To the what? Okay! Heißt es, ich darf jetzt Boot fahren? Welcome aboard, Navy with pride and joy, the Nimitz. I'm Williams, I command this ship. Sorry to have come on such a short notice. Hey, you better not put Iron in danger here. You, who do you think you are talking to the Admiral that way? It's quite alright, Lynch. After all, he is right. What? What do you mean? You're the only one that can't be ignited by her. I'm asking you to get into our chopper and nuke the creature. Hold on! I can't fly a helicopter! Not to worry. The chopper's been set on auto. She won't have any problems. So, she just needs to fire from a distance where she can't be ignited. Unfortunately, the weapon needs to be fired at close range in order to work. And we cannot move in that close since we will be ignited. Well, I'll do it. Oh yeah, no way. You're not going up there. Our fate lies in your hands, Aya. Okay. Daniel? That thing, that's not Lorraine. Do it for Lorraine too, Aya. Wait, Aya, please take this. Wenn du es wieder so einen blöden Glücksbringer bringst. Come off it, man. We don't have time for that right now. Es wäre schon wieder so blöden Glücksbringer gekommen. Yes, of course. Aya, please be careful up there, okay? Of course, I'll be fine. Creatures within view. Switch to formation 2. What? What's happening here? From the last battle, we were able to anticipate this attack. We're positioned this way for a reason. What do you mean? Oh, sie opfern sich für uns. Fantastisch inszeniert, wirklich. Wirklich. Der springende Wechsel zwischen Katze und Rick. We will act as your shield to that you will lift the attack the creature. What? No! I'm not doing this without your... We're entering firing range. Prepare to attack. Alright, please move away from me. Now! We cannot abandon our duty. Besides, we are already within...
This is insane. Since Christmas Eve, I've put a curse on my own body. Why me? Why is this happening to me? I don't understand. But I don't care anymore. Curse Eve. I'm the one that cannot destroy you. Once and for all! Maya, I enter and let you rest peacefully. We did it! Aber die Frage ist auch, ob Eve nun dadurch endlich besiegt ist. Well done. That was magnificent. Return to base, Aya. No, it's not over yet. Ich wusste es doch. Aya, come back now! It is too dangerous to continue. Return to base at once. We will plan. But. Speichern, das wollte ich nämlich gerade. Das wollte ich nämlich vorher schon sagen. Will is the safe? Also, wir können. Es ist hier Point of No Return. Ihr seht, wir können nochmal zurück. Aber ich mache mir zumindest ein neues Safe Game. Für den Fall. 836. Ja, genau. Dass wir doch hier sterben, weil ganz sicher, wir hatten ewig lang keinen Speicherpunkt mehr. Also, los geht's. Yes, Aya, please, I need to give you. Ich mag nicht noch einen Glücksbringer von dir. Forget it, she signed off already. Oh nein, das heißt, wir müssen jetzt gegen Eve kämpfen. Puh, jetzt wird's spannend. Also, Eve, ein für alle Mal. Es ist Zeit, die Sache zu einem Ende zu bringen. Haben wir noch irgendwas? Nimmer mehr, oder? Inventar ist halbwegs aufgeräumt. Wir haben genug Medizin. Ha, dann legen wir los. So, it was you. Maya! Huh, that must be the name of my host. Let me guess, your sister? You have the ability to evolve. Why take the side of the doomed species? Humans aren't doomed. If my mitochondria has the ability to evolve, it'll evolve to get rid of you! Haha, love that sense of humor of yours, girl. Why is it that humans kill? Humans kill other creatures and they even kill their own kind. We have our reasons, and you sure are a good enough reason for us to kill. All the organisms have something called a territory. This territory is guarded from natural enemies. Until now, humans had no such natural enemy. That is what has allowed them to prosper to this point. You beings must think of your prosperity as history, but you're wrong. We mitochondria have lived within the human being.
and have allowed you to prosper. What? We Mitrochondria have made you create the perfect environment for us. Humans have come to rely on civilization and have lost touch with their innate physical abilities. Can't you see that it's the perfect scenario? What? Then you're saying that humans were kept alive for the Mitrochondria's sake? Huh. You humans just served as transportation vehicles for us. What do you mean? Vehicles to transport us to the time the Mitrochondria would become free again. But you see, the vehicle is no longer needed anymore. From now on, the Mitrochondria will become human beings and will rule this earth. Also. Okay, 108 Schaden, sehr gut. Alter! Ja! Okay, nicht hinter sie stellen, das ist keine gute Idee. Oh mein Gott, sie hat mehrere Körperteile, okay, sehr gut. Das ist so hart nice, Mann. Die Attacke ist so hart nice von ihr. Ich weiß gar nicht, was vorne und hinten bei ihr ist. Wir können uns eigentlich schon wieder nur in den ewig heil Modus stellen. Au! Warte, ich dachte, ich habe mir jetzt geheilt. Okay. Dann haben wir voll Leben. Passt schon. Okay, die Nadeln, die sind nicht ganz so schlimm. Wäre so nett, wenn wir eine Lebensanzeige hätten von ihr. Hä? Was? Hört auf! Ja, genau! Also seht, wir können zwei unterschiedliche Aktionen mit der Waffe machen. Deswegen ist die echt Gold wert. 3, 4. Ah, sie stand so weit weg, Mann. Jetzt machen wir es mal anders. Hast und dann laufen. Okay, komm, 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 komm. Rüpp, 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 rüpp. Drecksviech. Okay. Schön, dass ich nicht sehe, wie viel Schaden ich hier zufüge. Das ist echt nice. So. Die Waffe ist so Gold wert. Alter! Drecksarme von ihr, Mann. Aber wir haben so viel Energie, Mann. Das ist so awesome, Mann. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen zurückhalten. Jetzt kommt wieder der Arm. Ja! Muss mich fertig, Mann! Was war das? Keine Ahnung. Hä? Ja, okay. Alter! Was? Was hat sie gerade gemacht? Sie hat uns einfach mal instant gekillt fast. Okay. Jetzt hat das Spiel gerade nicht funktioniert, weil ich habe eigentlich ein Item genommen. Das ist ein Item, das langt mir schon. Okay. Halleluja. Okay, wieder die lustige Attacke. Also, jetzt kommen wir wieder hier. Na, ich mache keinen Heal, ich muss jetzt meine Items raushauen. Machen wir jetzt Medizin 3. Und dann Schuss hinterher. Also, okay. Sie hat verschiedene Farben mit ihrem Ding. Der blaue ist im Endeffekt... Nur, dass er einfach so klassisch auf uns draufhaut. Das ist auch keine so schlimme Attacke, muss man auch mal so sagen. Aber die eine da mit dem roten hat uns genau auf ein Leben gebracht, Mann. Das ist nett.
Warum geht mir meine Energie zu Neige? So, nicht hinter sie gehen, weil sonst macht sie diese eine Attacke, der ich gar nicht ausweichen kann. So, was war's jetzt? Gelb. Ah, Confuse. Sehr schön. Okay, wie kann ich Confuse heilen? Gute Frage. Haste, Low, Confuse. Medic. Removes all negative status effects. Keine Bahn. Geil, was machen wir jetzt? Bin ich jetzt Game Over, oder? Ich weiß nicht, was Confuse macht. Das ist mein Problem. Achso, das ändert einfach meine Richtung, wie ich laufe. Okay. Theoretisch, wenn ich gut bin, würde es mich gar nicht stören. Aber, ja. Punkt. So. Also, draufholzen und tanken. So, nicht immer mit voll Leben hier rumhocken. Ah, sehr schön. Immer schön auf- und ablaufen. Nadeln, Nadeln, Nadeln. Danke. Jetzt hat sie einfach nur mal aufgehört zu schießen. Okay. So, also wir haben zwei Körperteile von ihr kaputt gemacht. Also ist gut. Ich setze erstmal meine Medizin 3 an. Wir haben noch nicht so wenig Leben. Den Schuss verschwende ich jetzt. Sehr schön. Schock. Okay, was macht sie? Ich habe nichts gesehen. Also der gelbe Tentakelarm ist im Endeffekt der furchtbarste. Komm. Oh! Aber wir sind einfach 10 Schüsse da rausgehauen, ob mit ihren blöden Waffen, mit ihren blöden Attacke. Ha! Zack, zack. Okay, das war nicht zack, zack. Ich habe das Gefühl, meine PE, die füllt sich aktuell so ultra langsam auf. Oder bilde ich mir das ein? Ha! Besiegt, oder? Komm, komm, ich kann mich nur bewegen. Komm! Get down! I give you points for trying. But enough of this nonsense. Oh mein Gott, Mann, auf der zerstörten State of Limit hier. Watch and learn what evolution really means. Ich hasse es, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, Mann, auf fliegende Is. Das war Phase 1. Es heilt mich nicht, es gibt mir kein zusätzliches Leben. Nee, nee. Sexy. Nein. Eklig, Mann. Töte das. Okay, super. Kann ich Detox machen? Sehr gut, sehr wichtig. Okay, Detox. Ja, genau. Ach, das ist, dass ich super langsam bin. Okay, sehr gut. Medic. Hä? Was? Veräppelst du mich, Spiel, oder was, Mann? Hätte ich da jetzt ausweichen sollen? Kommt sie? Kommt sie? Ey, Mann, das ist geil. Das ist ein geiler Move. Das ist ein richtig geiler Move von ihr. So kenne ich mein Parasite Eve. So kenne ich Parasite Eve, Mann. Jetzt kommt sie wieder mit ihren Tentakeln. Ich sehe nicht, wo sie angreift, Mann. Und ich muss ausweichen, Mann. Ja, genau, Mann. Also, genau. Wieso eigentlich nicht? Aber ist mir wurscht.
Sehr gut. Okay, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, komm, greif mich nochmal an. Okay, das könnte ich wehtun. Ich laufe jetzt einfach rum. Okay, das hat mich jetzt schön getroffen. Kann ich schlechter blocken. Ich kann das schlechter Attacken blocken, wenn ich nicht mal weiß, wo sie herkommen. Haben wir gewonnen? Jo! Nervig, aber nicht so schlimm. Erste Phase war furchtbarer. I don't understand. Heißt es, wir haben gewonnen? No. No, you can't be your now natural enemy. No! Die, B! Blunzen! Blusen, was auch immer. Geh ein, Mann. Zelle auf forever. Die Zellen lassen sich nicht bezwingen! There must have been some mitochondria. That underwent a different type of evolution. Think about it, Eve. Heißt es, wir haben gewonnen? Haben wir die Schwangerschaft abgewendet? Das nenne ich mal Abtreibung. Day 6 Liberation. Oh mein Gott, stimmt, das hat ja 6 Tage gespielt. Okay, Leute! Finaler Tag ist angebrochen. Es ist Zeit, die Sache zu einem Ende zu bringen. Wir kriegen auch schon einen Speibung, das finde ich natürlich ganz nett. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es weiter mit Parasitive. Und ich denke mal, wir kommen so langsam zum Finale hier. Dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.